So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu One Piece Odyssey und direkt mit einem Kampf. Zack, zack. Direkt in den Kampf verwickelt worden. Oh, sogar noch eine wilde. Den Fledermaus ist das. Eine wilde Silberfledermaus. Was ist das? Machen wir erstmal hier kurz einmal kurzen Prozess. Oh. Frankie Iron Boxing. So, fehlt der Silberfledermaus. Jetzt kommt er mit Tempeta. Mit seiner Attacke da. Tempesta! Tempesta! Lady ga matte mattero. Back, back. Eh? Atashi? Bum, bum. So. Melonenkrokodil besiegt. So. Gut. Weil ich will hier mal kurz gucken, was wir hier noch eventuell hätten. Ne? Weil das hier sieht ja auch noch mal interesting aus. Sanjis Würfel mal 3. Interessant, dass wir hier dreifach oder zweifach, dreifach Würfel kriegen. Ach, das ging also beidseitig. Sowohl hier als auch auf der anderen Seite. War vollkommen richtig. Ja, ich würde sagen, da müssen wir hin, oder? Sieht zumindest danach aus. Wow, hier ist alles alles gefroren. Wie es scheint, ist hier die Quelle des Wasserfalls. Sieht aus, als hätten sie in diesen Ruinen Zustandstransformationen studiert. Die Fähigkeit, augenblicklich von fest zu flüssig zu wechseln. Augenblicklich? Du meinst also, dass dieses ganze Wasser in augenblicklich gefroren? Das sind angeblich uralte Techniken. Warford steckt voller Überraschungen. Gehen wir weiter. Oh, sieht aus, als kämen wir durch diese Tür. Ja, da drin müsste der Koloss dieser Ruine sein. Achso, da... Und in den Rücken gesprungen. Okay, du bringst mir herzlich wenig. Also, so. Also, neuen Schwerterstil. Ichiburin. Ja,
Und gesehen. Frankie, Iron Button. Ordentlich Schaden und bewusstlos gemacht. Nett. Zack. So, geschafft. Mhm. Ja, da hinten war ja auch nichts mehr. Dann Schauen wir mal, aha. Noch nicht. Zack. Toroswürfel mal 3. So. Na, man muss überall gucken, weil sonst kriegt man hier, übersieht man hier so viele Würfel. Ab. Und rein da. Linda in die Ruine? Doch noch nicht. Einfach ein Wabenmuster. Na, das wird ja noch spaßig dann hier. Das Gerät ist dasselbe wie das unten, oder? Ja, und auf dieser Ebene gibt es viele Räume. 1, 2, 3, 4 insgesamt. Wo wollt ihr anfangen? Mir ist das egal. Okay, fangen wir hier an. Halt, du dummer Mooskopf. Durch die Tür sind wir doch reingekommen. Wow, der will wieder gehen. Toro will einfach wieder gehen. Wir fangen natürlich hier links an, weil da ist eine Dings. Das ist natürlich Dings. Ein Shop. Ich werde alle Türen natürlich durchgehen wollen. Ja, also das, so ist es nicht. Wenn, dann will ich eh alle Türen durchgehen. Weil überall könnte was drin sein, was ich brauche. Wie zum Beispiel noch Zoros Fragmente. Zack, zack. Ne? Aber nicht nur Zoros Fragmente, sondern auch halt die Tafeln und so. Ich brauche ja noch eine Tafel. Beispiel. Okay, da. Yuisa. Willkommen im Yuisa-Trödelladen. Die Deusser-Krone. Also den nehme ich auf jeden Fall mit. Ne? Oh, hier sind auch noch Kronen. Was ist denn alles nur noch sonst Kronen? Also nicht, nichts von wegen. Boah, aber Tempo, Dings, das. Also Blitzwiderstand weniger, aber Technik, Kraft, Tempo wäre hilfreich. Beziehungsweise vielleicht. Frostwiderstand. Ne? Verbrennungswiderstand. Weißt du was? Komm, hier. Wir haben Kohle. Da können wir einmal alles mitnehmen. Und ich habe trotzdem noch genug. Witzigerweise. So.
So. Ne? Wie gesagt, da können wir dann alles auch mitnehmen. Einmal alles. So, hier kann Danke für die Dings. So, Nami. Nichts für ungut, aber du gehst mal weg, um Robin platt zu machen. Und Robin, du machst jetzt einfach mal den hier. Und mach Stich. So. Nitoryu. Yui. Rashomon. Zack. Dich brauche ich hier nicht. Dafür brauche ich dich dann, Nami. Zack. Zack. Aua. Oh, aber rest hier. Okay. Normal angreifen. Zack, 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 zack. Und besiegt. Abgesehen von der einen Truhe hier und dem Knöpfchen. Huch, da passiert ja gar nichts. Also kaputt sieht das Gerät nicht aus. Vielleicht müssen wir noch irgendwas machen, damit es funktioniert. Alles klar. Melonenkrokodil verstärkt. Besiegt das Verstärkung Melonenkrokodil. Bevor es fällt. Ein Krokodil fällt. Alles klar. Ich bin bereit. So, Dämonenaura. So, kakat dich jagere. Franky, radikal Beam. Ikuze. So. Und Gesicht. Nami, Stufe 39. Zoro, Stufe 39. Frankie, Stufe 35. Litop, Stufe 38. Ruffy, Stufe 39. Chopper, Stufe 39. Das nenne ich doch mal hilfreich. Okay, da können wir noch nichts machen. So. Und ich schätze mal, hier kommen wir noch nicht rein, weil dafür brauchen wir einen Schlüssel. Genau. Da und da. Dann muss ja da lang. Bleibt ja nichts anderes übrig als hier lang.
Kurz schauen, dass wir, was wir hier so schönes alles haben. So. Oh, was seid ihr denn für Käfer? Eiskäfer. Nett. Okay, du hilfst mir hier herzlich wenig. Wir brauchen Ruffy. Und du, ihr macht hier mal einen Gatling. In, auf der Gear 2 Stufe. So. So. Wie kommt man jetzt? Ach, da. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt da hoch? So, dann haben wir hier. So, dann. Okay, das müssen wir, schätze ich, mal in Bewegung setzen. Hm, ist das nicht der Aufzug aus den Staubruinen? Ja, sieht genauso aus. Ein Aufzug? Er bewegt sich aber kein Stück. Es muss einen Trick geben. Schauen wir uns das mal an. Erstmal noch da. Alles klar, da ist noch ein, so ein Ding. Hey, da ist wieder das Gerät. Wenn es hier ist, bedeutet das, dass es mit dem Aufzug verbunden ist. Hm. Hier ist ein Pinguin. Ich würde sagen, was ist jetzt? Moin, Pinguin. Lass mich mal kurz hier deine Schatztruhe klauen. Und einmal wieder nach oben. Ich schätze mal, wenn ich jetzt das, ne, mach. Ab zu flüssig. Warte mal, was war das? Es gab eine Verwandlung von flüssig zu fest und jetzt von fest zu flüssig. Diesmal sollte es umgekehrt sein. Es bringt nichts, jetzt jetzt lange drüber zu grübeln. Sehen wir uns das mal um. Ja. Zack, zack. Weil jetzt müsste ja der... Genau, jetzt ist der Aufzug nämlich aktiviert. Der Aufzug bewegt sich. Woher kommt denn das Wasser? Ich wette, um das Gerät zu regulieren, hat... was? Über das Gerät reguliert man Wasser, das in die Ruine fließt. Verstehe. Mit anderen Worten, wenn wir das Wasser einfrieren lassen, lassen wir auch, auch das einfrieren. Wenn es schmilzt und zu Wasser wird, bewegt es sich wieder. Genau. Aber ich will doch wo an. Die Frage ist jetzt, komme ich noch? Das hier ist ja jetzt auch flüssig. Da komme ich ja hier jetzt auch nicht mehr weiter. Was natürlich ein bisschen doof ist, aber. Das ist aber kein Koloss. Das ist aber kein Koloss. Uah, was ist das? Schaut dahinter, in der Schatztruhe. Aber anscheinend muss man das ausschalten, um dahin zu kommen. Dann wissen wir, was zu tun ist. Los. Ein Gefriervogel.
dann machen wir mal, ne? Ikuzo! Oh! Engo wa makasu! Satsu gomu gomu no! Satsu! Kalmbush! Pistola! Machi! Hat ihn ja wenig gekillt. Hat ihr wenig geholfen. So, du hilfst mir auch nicht. Du bist nämlich Dings. So. So. Und er steht in Flammen. Geil. Gefriervogel besiegt. So, jetzt gehen wir mal und holen uns mal die Schatztruhe. Weil das wird wieder ein Schlüssel sein, schätze ich mal. Roter Schlüssel. Das ist ein roter Schlüssel. Jetzt, wo du es sagst, wir haben sind an mehreren Türen vorbeigekommen, die am Schlüsselloch rot gefärbt waren. Dann lass uns zurückgehen und nachschauen, werte Damen. Aber bevor wir zurückgehen und nachschauen, würde ich sagen, beende ich hier diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn wir die Eisblock-Ruinen weiter erkunden und mal gucken, was uns noch so hier in dieser Ruine erwartet.